Hallo und willkommen zu einem weiteren Part von der Sonic Adventure Games Expo 2018 zu Sonic Panko Tour. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Erstmal, es ist beeindruckend und, wer ist das? Wer ist das? Na gut, das wird sich jetzt ja bestimmt klar erklären, wer das ist, weil ich will es wissen. Name mehr. Go. Ich bin Sonic. Green Zone Act 1. Zeigen wir mal, oder zeigt mal, was da so drin ist. Erstmal, es ist Green Zone kopiert. Natürlich erstmal sehr beeindruckend. Also ich bin beeindruckt. Also ich hätte es auch nie geschafft, Green Zone zu kopieren. Na gut, jeder könnte die Green Zone kopieren. Nur, ey, was mit dir? Was auf Drogen oder was? Naja, das könnte sein, das wäre so eine halbe Vermutung, aber nämlich stimmt alles, ne? Stopp. Fail. Weil wir bleiben da, wo wir sind. Oben. Und werden gefistet. Also, wer will nicht gefisst werden von einem Bassbomber? Echt viel los. Also, mit dem Normalen hat nichts mehr zu tun, also. Mit dem ganz normalen Sonic Shock 1 hat das überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist total. Keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll, aber es fühlt sich nicht mehr so an wie das also in so ein Deadshock. Das merkt man schon daran, wie verdammt irre es hier ist. Ein bisschen im Jahr brauchen wir ein paar Ringe. Denn ich will gerne mal gucken, ob es eine Special Stage gibt. Das wäre schon mal interessant, ne? Nein. Das Glück ist mir verwehrt. Für immer und ewig. Ja, für immer und ewig, ne? Das ist gut ausgesprochen bei mir, ne? Gucken wir uns weiter an. Das ist Custom, oder? Das ist jetzt Custom. Ich wüsste nicht, dass es im Einzelnen von YouTube das gegeben hat, diese Route und... Ach Gott. Ach Gottchen. Ja, genau, wunderbar, ne? Ich beweise mal wieder mal den größten Skill hier in dem Spiel. Ich bin wirklich wieder mal sehr beeindruckt davon, wie könnte ich eigentlich habe. Nein, ich raste nur aus. Nein, 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 nein. Wer rastet denn schon aus in so einem Spiel? Also ich nicht. Also ich bin noch nie ausgerastet in der Sonic Adventure Games Expo 2018. Noch nie, also im Börsenriss behauptet. Der hat wahrscheinlich nicht alle Videos gesehen oder behauptet einfach nur stumpf. Aber ich bin noch nie ausgerastet. Hat man ja bestimmt nicht schon bei vorgehenden Parts erlebt. Sonic Frost. Bitte was? Ja. Ja, Sonic Frost, weil... Kommt noch was? Kommt noch was? Ach verdammt, Darkstay. So, dann machen wir eben noch mal eine kleine Runde und bewerten die Demo. Also, die erste Zone ist eine reine im Queen Zone Abklatsch. Also, richtig schön dreist runter kopiert, ne? Aber man muss jetzt sagen, es sieht ein bisschen anders aus, die Anzeigen und wie den anderen Gegner, also die anderen Gegner, was rede ich da? Wie mehr Bassbomber, aber ich weiß jetzt nicht. Ihr könnt mich mal aufklären, wer ein bisschen sich mehr über den Sonic Adventure Games Expo Regeln auskennt. Ist es eigentlich erlaubt, eigentlich so Original-Levels nachzubauen? Oder, also, wenn ja, was die Regeln da sind, ob es da Grenzen gibt, das würde ich echt gerne mal wissen. Schreibt es mal in die Kommentare.
Weil ich kenne mich jetzt nicht ganz mit den Regeln der Sonic Adventure Games Expo aus. Ich glaube, da gibt es eine Regel dazu. Aber ich überlege gerade, das sind doch eigentlich die Sonic Mania Sprites, oder sind das die Original Sprites, weil... Ich meine, es war, glaube ich, dieses Jahr eine Regel, weiß ich, dass man Sonic Mania Sprites benutzen darf. Das war letztes Jahr nicht erlaubt. Aber dieses Jahr war es erlaubt, nur man darf nichts kopieren komplett. Also man darf nicht wirklich so viel kopieren, sondern muss auch was Eigenes erschaffen. Das war, glaube ich, eine der Regeln gewesen, aber... Ihr könnt mich ja nochmal aufklären in den Kommentaren. Ich bin manchmal auch manchmal dämlich und weiß auch nicht alles. Aber ich meine zumindest, dass es so war für dieses Jahr. Aber ich weiß nicht, wie es allgemein ist, wenn ihr versucht, Levels zu kopieren. Wie das da die Leute dort sehen, wenn die das Ganze ja bewerten. Ich meine, von der Sonic Adventure Games Expo gibt es ja auch Leute, die das Ganze ja bewerten. Also aus dem Team, und die lassen ja die Spiele dann zu. Ist ja auch klar. Ich meine, die können ja doch schlecht hier... Weil ich stell vor, man macht mal so einen Ledger-Klon, also komplett alles hier kopieren und stellt das mal rein. Ich glaub, weil das Spiel kann ja nicht einfach so da gezeigt werden. Ich meine, das ist ja ein kompletter Abklatsch davon. Da muss ja das Team einschreiten und ja. Okay, die haben hier was anderes gemacht. Die haben diese Gegner eingesetzt. Okay, ich beschwere mich nicht mehr. Ich halte meine Klappe, ne? Aber ansonsten war es trotzdem wieder lustig, viele neue Elemente. Also ein paar andere Gegner mal, neue andere Level aufbauen mal hier in Act 2, also in Act 2 Nummer. Nur, also nicht in Act 1, weil Act 1, das war komplette Abklatsch, also das ist komplette Kopie von dem Original Level. Okay, ich kann hier reden, ich merk's heute selber, irgendwie kann ich in diesem Part nicht reden. Warum? Weiß ich nicht, das müsst ihr mir auch mal erklären. Auf jeden Fall, wir sehen uns im nächsten Part wieder, bis dahin und Emerald Control.